Hi, willkommen zur Weihnachts-Sonderfolge von Gute Tiere, Schlechte Tiere. Dieses Mal mit einer kleinen Anmerkung vorab. Wir hatten leider kein Mikrofon und haben deswegen in einem Raum mit ganz vielen Personen per MacBook aufgenommen. Es ist etwas chaotisch, aber auch liebevoll. Wir wünschen euch allen viel Spaß und eine frohe Weihnacht. Gute Tiere, Schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V. Ja, wir nehmen jetzt übrigens schon auf, ne? Echt? Mit jetzt ja, mit natürlich. Dem ja, genau mit diesem Mikro. Mit dem Laptop? Ist es nicht ein bisschen Billo? Ja, das ist ein Mikrofon. Oh. Ich habe das Kabel vergessen. So, damit haben es dann auch alle HörerInnen gehört. Willkommen zur Weihnachts-Sonderausgabe von Gute Tiere, Schlechte Tiere mit dem gesamten Tierheim heute und Mein Echo Online-Redakteur Volker Dohr. Wir stellen uns mal der Runde vor. Ist nicht das gesamte, nein, aber die Bude ist voll. Und du darfst anfangen, Chrissy. Ja, Christiane Eisenbach, Hunde, Kleintiere, ja. Michelle Tschischka, Katzentierpflegerin. Lukas Kneisel, die Tierheimleitung. Eva Orschler, Hunde, Kleintiere. Alexandra Kieser, stellvertretende Vorsitzende. Und meine Hobbys sind, muss man die auch sagen? Och. Nein, die haben wir jetzt oft genug gemacht. Das war doch jetzt eigentlich der Test, ne? Weil die ganzen treuen Zuhörer, die kennen uns doch alle. Ja, aber die fragen sich dann, who the fuck ist Michelle? Und wo ist Celine? Ja. Wo ist Celine? Und welche Haustiere hat Michelle? Ja, das wissen wir noch nicht, Michelle. Ja. Michelle, ja. Welche Haustiere hast du? Ein Hund, eine Katze und eine Schlange. Alle von hier? Nee, nur der Hund und die Schlange. Okay. Schwach. Da ist noch Luft nach oben. Warum hast du keinen Hamster? Wir haben doch Freundschaftshamster, haben wir auch schon gehört. Jetzt haben wir auch schon Folge 3, Freundschaftshamster. Und Volker hat noch gar nicht erzählt, was er für Haustiere hat. Ich habe Hunde, zwei Hunde. Einen Hund aus dem Tiere in Nord-Odenwald und einer aus dem Tierschutzverein. Aschaffenburg und Umgebung e.V. Und wir haben Weihnachtsfolge. Das hat jetzt so am Anfang den Jahresfeedback-Gespräch-Vibe, fürchte ich, weil ich steige mit einer ganz tiefsinnigen Frage ein, die man vor Corona immer so beiläufig gestellt hat, aber die seither so ein bisschen Bedeutung gekriegt hat. Wie geht es euch? Oh. Gell? Süß. Ja, ja, man sagt das immer so locker. Also das ist ja so wie im amerikanischen so, how are you? Und eigentlich erwartet keiner eine Antwort. Aber wie geht es euch nach 2022? Es ist Weihnachten, wir sind besinnlich, blicken zurück. Ist das Alkohol, was hier vor mir steht? Wahrscheinlich nicht, liebe ZuhörerInnen. Es ist Feierabend. Feierabend, ja. Ja, jemand, wir trinken anfangen. Glühwein. Prost. 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 So. Er ist auch teils alkoholfrei. Prost. So, okay. So. Da, Stoß. Und schade, dass die Hörer das nicht sehen können. HörerInnen. Mhm. Volker trägt ein traumhaftes Oberteil. Ja, von einem großen deutschen Discounter, den wir am Ende der Sendung für einen guten Zweck versteigern werden. Das findet ihr dann alles online. Ja, jetzt muss trotzdem jemand mal anfangen, auf die Frage zu antworten. Alex, also du bist doch hier der Chef. Ja, ja, ich glaube, da spreche ich auch für Michelle und Lukas in erster Linie. Wir sind natürlich sehr, sehr happy, dass wir in diesem Jahr endlich die Katzenschutzverordnung bekommen haben, für die wir einfach schon sehr, sehr lange kämpfen. Mhm. Oder? Die Hundepfleger finden das auch toll. Ja, ja, aber natürlich. Aber, ich hätte noch die Schlangenschutzverordnung und die Hundeschutzverordnung. Also Michelle hat genickt. Ja. Ja. Toll. Wir sind sehr begeistert. Ja. Ansonsten sind wir super glücklich, weil das Ende vom Jahr im Tierheim ist eigentlich immer gut. Es gibt immer super viel Spenden, super viel Naschkram, den wir Tierpfleger bekommen. Wir können von morgens bis abends Süßkram essen. Fressen. Allgemein wird das Hautbild schlechter, die Leute glücklicher. Wow. Und währenddessen sortieren wir Spenden aus den verschiedenen Tiermärkten von den Leuten. Stimmt, ja. Und haben einen Haufen Spaß. Ja, habt ihr hier so eine Aktion laufen mit so einem lokalen Zoohandel? Weil in Darmstadt haben wir immer welche, da kannst du dann immer noch so eine Box dazu kaufen. Und weil es Weihnachten ist, legst du natürlich gleich nochmal 50 Euro drauf. Tatsächlich mit mehreren sogar. Ganz genau, also in Aschaffenburg sind es der Däner und das Futterhaus, die uns mit dem die mit dem gelben Hund. Nein, wir machen keine Werbung. Sorry, das läuft so auf dem Radio. Einmal hört noch keiner Radio. Ja. Radio? Ja, dann ist noch der Fressnapf bei Rödermark. Nee, achso. In erster Linie ist es vor allem Zoo und Co. in Stockstadt, genau, der neu genau aufgemacht genau hat. Das heißt, er erstickt gerade in Futterspenden. Ja.
Naja, ersticken. Wir bunkern jetzt schon für das gesamte nächste Jahr. Genau, der Stall also, muss voll werden. Das hatten wir in der ersten Folge, dass Prepper niemals sagen, was sie haben. Also bleiben wir auch dabei. Ja, reicht nicht lang. Ja. Januar sind wir leer. Mhm. Okay, und ansonsten Weihnachten. Die Leute haben ein sehr offenes Portemonnaie. Spendenbox quillt über. Ja. Ja. Kommt aber auch weg. Was macht ihr mit den Spenden? So. ja. Verraten wir nicht, weil okay. Wir dürfen ja nicht sagen, was wir bunkern. Richtig. Ja, okay, gut. Also es gibt auf jeden Fall viele Spenden, es gibt viele Möglichkeiten zu spenden. Auch über die Webseite natürlich und über alle möglichen, nehme ich mal an, Zahlungsanbieter. Also nehmt ihr Bitcoin? Wir nehmen eigentlich alles. Okay. Also ob Bitcoin genommen wird, ist noch nicht klar. Vielleicht sollte man den auch irgendwie behalten. Der ist ja eh nichts mehr wert. Wie war 2022 so? Wie jedes andere Jahr auch. Es ist einfach ein Auf und Ab der Gefühle. Also ich bin viel zu lange hier. Es ist jedes Jahr dasselbe. Man ist von himmelhoch jauchzend zum Nervenzusammenbruch. Ist jedes Jahr alles dabei. Ich habe geklaut aus meiner Folge. Ja. Echt? Ja, habe ich. Hast du genau so gehört, schon gesagt. Natürlich. Dann hat sie sie immerhin gehört. Aber trotzdem finde ich auch, es ist dieses Jahr wie jedes Jahr, man glaubt, es wird schlimmer und trotzdem wird das Jahr danach auch schlimmer, aber auch besser. Also die Hochs sind höher, die Tiefs sind tiefer, die Verzweiflung ist stärker und das Glück glücklicher. Oder wir werden älter. Wir sind ja alle das richtig lyrisch sein, ja. Hier das heute. Wir werden langsam erwachsen. Ja. Ja. Ja, die Hunde, die rauben einem schon den letzten Nerv. Also so, ja. Wenn man dann wieder vor diesen Wartelisten steht an Hunden, die einen Platz im Tierheim brauchen und man schaut seinen Belegungsplan an und denkt, ja, wir können das Tierheim einfach noch 5-mal bauen und werden direkt wieder voll. Und das sind wirklich so Momente, wo man ein bisschen an dem ganzen Konstrukt zweifelt. Aber alles in allem gibt es wieder sehr, sehr viele schöne Sachen, die das wieder aufwiegen. Was war so eine Besonderheit, die bei euch tierisch hängen geblieben ist dieses Jahr? Wir reden natürlich gleich ausgiebig von besonders einem Kriechtier. Ich fand die Hamster in Bottichen toll. Ja. Was war da los? Ich hätte schon gar nicht mehr sagen können, ob es dieses Jahr war. Doch, das war dieses Jahr. Was war da? Da hatten wir so viele Hamster, dass wir gedacht haben, okay, wir könnten uns jetzt winzig kleine Käfige überall herholen, dass auch jeder einzeln sitzt. Aber das gibt ja die Fläche nicht. Und wir haben wunderbar große Speiskübel, die zwar nicht so schön sind, aber die perfekten Maße für eine Hamsterhaltung haben. Das heißt, wir hatten das ganze Kleintierzimmer gepflastert mit Bottichen und in jedem saß ein Hamster. Und jeder hatte so ein kleines, perfektes Zuhause. Es sah nur wirklich sehr spartanisch aus. Hat sie geliebt. Ja. Nee, es sah gar nicht spartanisch. Also ich finde, wenn man reingetaucht ist, dann war das so ein bisschen wie eine Schneekugel. Moment, ihr habt was gemacht. Ja. Von außen war es halt, ja, es war, sind halt schwarz. Also ihr habt ein Hamsterbad genommen, oder? Nee, die Hamster haben im Streu. Ach, im Streu, okay. Herrlich. Okay. Ja. Nee, war wundervoll, diese ja. Bettungbottiche halt so ja. zu mischen, ne? Ja. Ja. Da Einstreutiefe, ideal, Häuschen rein, Stroh rein, Heu rein. Die 70 grünen Wellensittiche, die haben die ja waren auch Wo kamen die her? Da ungeplante Vermehrung. Da hatte man die Biologie nicht so. Ich wollte gerade sagen, naja, es war ja auch so ein bisschen gewollt. Also warte mal kurz, aber bis du aus 2,70 hast, dauert es noch vier, eine Zeit. Es war vier. Und aufmerksame HörerInnen wissen, vier Vögel halten, sonst kommt hey, das Tierheim und macht vier. Ja, du hast gemerkt. Ja, ich bin ja auch hier, um was zu lernen. Okay, also sie hatten vier. Und dann sie hatten vier und sie fanden das toll, wenn die brüten. Und irgendwann fiel aber auf, dass man den gar nicht mehr so her wird. Und ja, die hatten auch alle Schnabelbeute. Ja. Also sie hatten auch Gepäck dabei. Und dann hatten wir noch mehr als Wellensittiche. Und dann war das mal rum und man hat mit Interessenten telefoniert für Wellensittiche und haben gesagt, ja, wir haben ganz viele Wellensittiche da, aber sie sind alle grün. Ich hoffe, das ist für sie kein Problem. Und für die meisten war es zum Glück auch kein Problem, dass aber es halt ein einfarbiger Schwarm ist. Und sie waren schon sehr süß. Es gab aber auch Leute, da war man froh, dass sie sich noch verabschiedet haben und nicht einfach den Hörer draufgeschmissen haben. Was für grün? Nein. Habt ihr dann auch irgendwie so versucht, den noch einen so extra drauf zu tun? So nehmen sie doch auch 5 oder 10? Nee, das ist ja dann wieder ungerade. Das hast du doch schon gelernt, Volker. Dann müssen wir auf 6 hochgehen. Oder? Wir haben überlegt, 6. ob wir sie lackieren. Ja. Damit wir einfach bunte Mischungen haben. Ja. Also. Ja. Ja, aber grün ist doch eine völlig normale Farbe für ein Valley, oder? Ja, ist ja die Wildform sogar. Ja, und also gesund, robust, aber herrlich. Ja, trotzdem, also so ein gelber oder ein blauer, also die Leute haben ja gern was Buntes. Und wir haben so Viehmarker-Spray. Da hätte man grundsätzlich schon ein bisschen Farbe reinbringen können. Pinke an Pink können, ja, aber dann kam es auch der Tierschutz in den Sinn. Ja, also wir haben es nicht getan. Passt.
eine schöne Idee war es. Ich glaube, das Schutz aus dem Tierschutzverein steigt. Sie haben alle einen Platz gefunden. Ja, alle, ja, alle weg und unsere Truppe ist wieder bunt. Ja, ja, und dann kam, wann war es im Sommer, eine Schlange. Ja, ja. Eine, was ist er? Nicht nur eine, aber... Königspython. So, die Vorgeschichte zur Erheiterung aller HörerInnen. Es gibt in Aschaffenburg ein Festival. Das heißt, kommt's. Das ist so ein bisschen historisch entstanden, wenn ich das so richtig recherchiert habe, so ein bisschen aus eher linken Kreisen, so ein bisschen öko, ein bisschen friedensbewegt wahrscheinlich und alles. Und ja, das findet jedes Jahr statt. Also da gibt es ganz viele Workshops, Konzerte und die Leute sind alle happy und jemand hat es geschafft, einen Python auf das Festivalgelände mitzubringen. Ja. So. Jetzt habe ich nicht geschafft, sie festzuhalten die ganze Zeit. Und der Python ist dann abgehauen. Naja, ob abgehauen, verloren, vergessen, ist schwierig zu sagen. Und dann kam der Python zu euch. Genau. Am Tag drauf, so ein bisschen unterkühlt, glaube ich, noch. Und ja, dem war ein bisschen kalt, weil nachts wurde es ja dann doch ein bisschen frisch. Ja. Wir haben den ganz langsam auf Temperatur bringen müssen und haben dann natürlich halt mit der Polizei Kontakt aufgenommen, ja, wie wir da jetzt am klügsten vorgehen. Also lieber Halter, liebe Halterin, falls du irgendwie seit dem Sommer einen Königspython vermissen sollst, ist er noch da? Ist noch da, ja. Und wenn, er bekommt ihn bestimmt nicht, ja, wieder. Er bekommt ihn, okay, gut, dann lieber Halter, liebe Halterin. Ja, ich trotzdem vergessen, einfach. Im besten Fall beim Veterinäramt. Genau, ja, die freuen sich. Falls also jemand ein ungewöhnliches Haustier sucht, die Schlange heißt jetzt logischerweise Kommt sie? Ja. Wegen Kommt's Festival und ja, das war so das, was mir dieses Jahr so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist. Aber was wir vorhin schon hatten, mal Probleme über Probleme. Ist ja auch schön, an Weihnachten über Probleme zu reden. Die Hunde-Warteliste. Ich habe auf der Webseite gesehen, da steht jetzt oben nur noch, Sie sehen hier eine Auswahl der Hunde. Also das sind gar nicht mal mehr alle, oder? Nö, wir haben... Doch, eigentlich schon. Ja, mal so, mal so. Mal so, mal so. Also aktuell sind es alle bis auf eine. Ja. Das kommt aber immer darauf an, ob die Hunde A, überhaupt schon uns gehören, oder ob sie zwar hier sind und Beschäftigung brauchen und alles, aber dem Veterinäramt noch eigentlich gehören, beziehungsweise dem Besitzer. Oder aber wenn sie frisch da sind, muss man die halt auch einschätzen. Und wir geben denen immer so ein bisschen Zeit, damit wir auch wirklich den Hund vermitteln, der er ist und nicht den, den man in 2 Tagen sieht. Ja, und einer, der dieses Jahr ausziehen durfte, war ja recht lange hier. Einige, das haben wir immer wieder, wenn du meinst jetzt Moretti. Der Moretti, oder? Ja. Das war ja so ein Langzeitkandidat. Ja, also ich glaube, der war von denen, die online waren, der längste. Ja, 3 Jährchen oder so. Ja, stimmt, von den hinter Lara. Ja. 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 Stimmt, ja gut. Okay, ja, also ja, Lara ist ja eine Ausnahme. Führt man da manchmal noch so Gespräche, wie es ihm jetzt geht? So, ja, klar. Also gerade, es kommt drauf an, an wen sie gehen. Bei Moretti ist es ja so, dass sie in die Gassigeher mitgenommen hat. Da ist man in regem Kontakt. Aber sonst kommt es auf die Besitzer drauf an. Es gibt manche, die schicken uns gefühlt bei jedem Spaziergang, der irgendwie anders war, eine E-Mail, was auch sehr schön ist. Und dann gibt es welche, von denen man nie wieder was hört und man fragt sich, gibt es ihn noch? Ist es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Haben sie ihn verkauft? Ja, das in der Regel nicht. Aber es kommt halt immer drauf an. Wir denken alle Nase lang mal an den einen oder anderen Kandidaten. Oft sind sie ja wegen bestimmten Geschichten zum Beispiel in Erinnerung geblieben, wo man dann denkt, ha, weißt du noch, damals, als wir Moretti gebadet haben, da war das genauso. Zum Beispiel, wo man dann wieder an die Verflossenen denkt und auch mal anruft oder zum Hörer greift und nochmal nachfragt, wie es den Kandidaten entgeht. Aber meistens denkt man dran und 2 Tage später hat man eine E-Mail im Postfach und hat wieder Grüße bekommen. Von daher geht es eigentlich. Das berühmte Klingeln in den Ohren. Ja. Und an wen denkt man 2022 so? Das ist total traurig. Ja, das ist wirklich... Nee, okay, das Weihnachten, Tränendrüse, alles aufgedreht. Wir hatten dieses Jahr leider auch ein paar Hunde gehen lassen müssen und ich denke gezielt an unsere liebe Hertha, die dieses Jahr leider gegangen ist. Und ja, an die denke ich tatsächlich sehr häufig noch. Und der Dackel, wie hieß er? Tendo. Ja, Tendo denken wir auch ganz oft. Tendo war auch der böseste Hund auf Erden. Nein, Tendo war ein ganz tolles, missverstandenes Tier. Ja, ich hab ihn ja mal gesehen, wie er da saß.
cooler Typ auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es kommt sehr auf die Situation an, welches Tier man sich erinnert. Sag mal noch was Positives. Ich habe an Missy gedacht zum Beispiel. Missy. Weil Missy geht es ja zum Beispiel jetzt sehr gut. Ja, Missy war eine kleine französische Bulldogge. Mizi. Missy. Achso, ich dachte gerade schon. Ja, Mizi. Mizi die Bulldogge. Warum ihr die Tiere nennt, besprechen wir in einer anderen Folge nochmal. Nein, Missy hat die Nacht sozusagen bei mir zu Hause mitverbracht, weil sie in Welpe war. Und dann kam Corona. Und dann hat sie auch die Corona-Quarantäne bei uns zu Hause verbracht. Stimmt, das habt ihr ja bei. Das war sehr viel intensive Zeit mit Missy. Die war schon süß, Die war schon sehr süß. Und von der haben wir auch letztens erst wieder eine Rückmeldung bekommen, Bilder, wie sie geht. Und ich habe auch heute wieder Nachricht von Hardy gekriegt. Von dem Cane-Corso-Welpen, den wir hatten. Und von Ragazzo haben wir auch letztens ganz viele Bilder bekommen. Ja, ist ein Kater. Ragazzo ist, so wie der Name klingt, ist der Kater. Er ist super kernig. Ja, weiß nicht, vielleicht so ein kleines bisschen Monster. Kleines bisschen. Aber der neue Adoptant unfassbar begeistert und glücklich mit dem Kerl. Und Ragazzo hat, ich glaube, alle neuen Beteiligten sein Leben gut im Griff. Okay. Ja, passt. Ja. Dann bleiben wir doch bei den schönen Geschichten 2023. Dann drücken wir halt nicht auf die Tränendrüse, dann bleiben wir bei den guten Geschichten. 2023. Wir sind schon wieder der Zeit voraus. Aber noch was ich einwerfen kann. Vielleicht nicht ganz so professionell, aber wir denken ganz oft an deinen Hund im Moment. Das ist wirklich schlimm, weil wir haben jetzt wieder einen Akita. Der Volker heißt. Wegen dem Volker, der hier sitzt, der unseren anderen Akita hat. Und ich erinnere mich ganz oft, wie ich sage, Kimchi. Ja. Dabei ist er auch ganz Volker. Ich sage ganz oft Kimchi. Also, Man denkt auch nachts an Volker. Ja. Weil Volker nachts im Gehege steht und man. Ja, das machen wir aber alle gerne. Ja, aber die meisten hörst du nicht, während du abends Fernsehen guckst. Ja, und wenn du dann rausgehst und ihn anguckst, dann guckt er dich auch einfach so sehr tief in die Augen. Er ist schon süß. Ja, der ist seit Mai hier. Der ist seit Mai hier und wurde ja wahrscheinlich ausgesetzt. Also nach allem, was man weiß, er ist ja nicht gechippt und nicht registriert und gar nichts. Also irgendjemand hat beschlossen. Die einzige Alternative ist, er ist abgehauen und jemand hat gedacht, Gott sei Dank. Ja, oder jemand wollte halt, dass es so aussieht, als wäre er abgehauen. Ja. Weil ich meine, er hat ja kein Halsband gehabt und gar nichts. Und also sowas passiert auch, liebe ZuhörerInnen. Und das ist natürlich sehr unschön. Andererseits. Ja, er ist jetzt hier ja glücklich, also. Ja, der ist toll. Wenn er nicht gerade dein Auto zerstört, dann ist er ja. Volker möchte gern zu Volker, aber. Ja, ich würde ihn ja gerne nehmen, aber. Vielleicht wird er dann auch in die Haftpflichtversicherung mit, weil der Name ja gleich ist. Ja, okay. Wir hatten schon Geld gespart. Wir hatten du könntest ihn auch Kimchi nennen. Ja. Dann hast du zwei rote Kita in den frühen namens Kimchi. Du kannst sie überall doppelt laufen lassen. Wir hatten vor der Aufnahme das Thema Haftpflichtversicherung für Hunde. Vielleicht widmen wir dem auch mal noch eine ganze Folge, warum das er hat nicht nur so ein nice to have ist, sondern doch ein sammeln wir noch ein paar Geschichten vor. Ja, wer keine hatte und irgendwie sich zu Tode gezahlt was, hat. Was weil muss man haben und was sollte man auf gar keinen Fall haben? Zweiterer Punkt, Ballschleudern. Ballschleudern? Diese Dinger da? Ja, diese Wurfarme. Ja, das ist zu ausufernd. Wenn wir jetzt über Jagdverhalten reden, das wird... Das ist, aber das die sieht man ganz häufig. Ja, scheußlich. Jetzt mal will ich in die Ecke kotzen. Warum? Andere Folge. Das artet aus. Chrissy versus die Ballschleuder. Unsere Theorie ist, dass man ohne Ballschleuder nicht auf diese Hundewiesen darf. Dass es vielleicht irgendwie als Eintrittsticket zählt. Aber man will da ja gar nicht hin. Touché. Ja. Guter Einwand. Also ich gehe jeden Morgen mit meinem... mit deiner Ballschleuder auf deinen Hund. Nein, wir haben keine Ballschleuder. Unsere Hunde haben keinen Jagdtrieb. Wir müssen ein bisschen ins Gehirn ziehen. Wer erkannt, dass es eine Ballschleuder ist, und dann geht das Tor auf. Ja, die Ballschleuder. Gut. Jetzt haben wir Jahresende. Was wir haben angebaut. Das wäre vielleicht noch interessant. Stimmt, ja, stimmt der Anbau. Ich wusste, das wird nichts, wenn wir hier alle reden. Es kam schon eine Frage. Nein. Vor ein paar Minuten ging es schon hellseherig in 2023. Stimmt. Und jetzt reden wir einfach Dann bleiben wir halt beim Anbau. Trotzdem reden wir noch vom Anbau. Der ist wichtig. Ja, aber der ist sehr wichtig. Also wir entschuldigen uns nicht dafür, dass diese Folge chaotisch ist. Wir haben ein Hühner-Wildtierhaus. Oder wie nennen wir das? Wildtierhaus. Naja, wir werden da jetzt keine Wildschweine und Rehe unterbringen, aber also die meisten Wildtiere, die wir haben, sind ja Wildgeflügel. Genau. Und wenn ich mal ein Wildschwein finde?
dann rufst du bitte den Jagdpächter an. Bloß nicht bei uns. Ja, aber ihr hattet doch neulich zum Beispiel auch so einen ganz traurigen Fall, das war das Eichhörnchen. Ja. Wir haben eine Feiertagslaune, diese Folge wird in der Weihnachtswoche veröffentlicht, ja. Sind eh alle sentimental. Ja, wie die guten Sachen, ne? Ja. Wildtier im Geflügelhaus. Wir haben zum Beispiel hier erwähnt die Notpfote, liebe Grüße. Die betreuen Ausstallungen von Hühnern und die bekommen wir dann mit. Also wir können da dann immer bei der Notpfote Bescheid geben. Wir haben Platz für, keine Ahnung, 100 Hennen und dann kommen die eben zu uns. Und wir finden ein neues Zuhause von Hühner sind so, ne? Toll. Also das sind dann die Hennen, die halt anderthalb, zwei Jahre alt sind, in einem Legebetrieb einfach nicht mehr leistungsstark genug sind. Aber die legen noch. Die legen noch und die Was macht ihr damit? Also wenn vermitteln ihr dann ein schönes Zuhause suchen. Nee, ich meine mit den Eiern. Essen. Naja, hier, wenn sie ankommen, dann werden sie ja eh erstmal behandelt so, dann sind die erstmal nicht essbar. Und dann, solange die Hühner da sind, entweder freuen wir Tierpfleger uns drüber oder halt tatsächlich die Tiere. Mhm. Also, das letzte Mal hatten wir passenderweise eine laktierende Hündin. Genau, die hat also es gibt ja genug Mama-Katzen oder Mama-Hündinnen oft, die sich dann über extra Proteine freuen. Und ansonsten im Normalfall gehen die auch relativ schnell weg in ein neues Zuhause, wo die dann einfach erstmal alles kennenlernen. Die kennen nichts, denen geht es ziemlich dreckig meistens, wenn sie ankommen. Und dann sind sie total so, oh mein Gott, Kartoffeln und oh mein Gott, Reis und Nudeln und Dreck und Matsch. Ja, und sie sind ultra süß begeistert über alles und wir sehr große Hühnerfans. Ja, man hat am Anfang immer erst so eine Woche Hühner, die vor allem Angst haben und alles skeptisch angucken und in der Ecke sitzen. Und so nach einer Woche macht es Klick. Und man schmeißt eine gute Sache rein und die Oberhenne kommt und schnappt es sich und alle ihr hinterher und man hat einen richtig schönen, offenen, bunten Haufen. Also wenn wir Hühner haben, die kriegen auch gekocht. Ja. Wir kochen dann Nudeln und Reis und Gemüse und sonst was, das kriegen wir dann alles. Also die Hühner sind, die leben hier wie Gott in Frankreich. Ja. Jeder sagt, ich habe da zu Hause noch das gefunden und bringt's mit. Also die Hühner sind dann vielleicht auch so eine Mischung aus Resteschwein und verwöhnt. Klingt nur minimal. Aber, so. Ist ja auch wir haben genau ja auch das, einiges nachzuholen, das ist auch total in Ordnung. Aus was für Betrieben wenn man bedenkt, was die vorher erlebt haben, dürfen die so ruhig auch ein bisschen verwöhnt werden. Das ist total unterschiedlich. Okay. Wir hatten jetzt tatsächlich dieses Jahr auch einmal welche aus Freilandhaltung, aber auch oft aus Boden, so Hallen, wo die dann irgendwie gelebt haben. Egal wobei man wie letztendlich. Ich sagen also, muss, dass Freilandhaltung nicht immer was Gutes ist. Genau, wollte ich gerade sagen. Also auch die Hühner aus Freilandhaltung sahen erschreckend schlimm aus, was da Federn gefehlt haben, wie sie sich verhalten haben. Und das ist einfach was, was wir dann nochmal ein bisschen zeigen können, sehen selbst auch. Ne? Also was macht das mit dem Team, mit uns, das zu sehen? Und aber auch total viel Spaß, weil die hauptsächlich vor allem einfach richtig witzig sind und alles sehen wollen. Wünsche für 2023. Die Frage, die jetzt, wie alt ist, 10 Minuten, du hattest es vorhin gesagt. So der Blick in die Zukunft, wenn ihr euch was wünschen könntet fürs nächste Jahr. Das ist Michelle. Ich muss erst mal überlegen. Katzenschutzverordnung ist durch. Für den Landkreis, hallo, für den Landkreis. Ja gut, die Katzenschutzverordnung für die Landkreise. Ein paar Fangaktionen. Ja, ein paar Fangaktionen. Also wo wir verwilderte Hauskatzen. Neubau. Das stimmt, ein neues Katzenhaus wäre schön, ja. Zum Beispiel. Ja. Dass die Leute wieder mehr für sich und ihre Probleme einstehen und vor allem für ihre Tiere in Bezug aufs Tierheim. Dass man überlegt, was man sich holt, warum man es holt und dass, wenn es nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe, dass ich auch gerade stehe und die Probleme von meiner Katze, die unsauber ist, selber behebe, indem ich mir Gedanken mache, warum ist sie unsauber und sie nicht einfach abgebe. Dass ich mir Gedanken mache, warum ich mir einen Hund hole und was für einen Hund. Und dass, wenn das nicht klappt, dass ich dafür gerade stehe. Und dass Leute Tiere kastrieren, bevor sie sie zusammensetzen, vor allem Kleintiere. Mhm. Und dass ich meine Akita nicht einfach im Wald aussehe. Eben, dass die Leute die Beratung nutzen bei uns. Ja. Anrufen, nachfragen, auf eine AB sprechen. Auf eine AB sprechen. Wir zurückrufen. Ich muss sagen, wir hatten dieses Jahr sehr viele geniale Hundeinteressenten, die sich auch für schwierigere Kandidaten interessieren oder auch für Kandidaten, die schon länger im Tierheim sind. Und da würde ich mich über mehr freuen. Und es ging dieses Jahr echt ganz gut und es könnte so weitergehen. Gab aber auch schon mal besser. Also ich weiß noch, aber das Jahr war gut, aber das nächste könnte noch besser sein. Also, HörerInnen, gebt schwierigen Hunden eine Chance. So schwierig sind die meisten Hunde ja auch gar nicht. Ja,
Ja, und einfach so ein bisschen Verständnis. Ich meine, der Akita gilt ja auch als schwierige Rasse, aber man braucht halt, was meine Frau immer sagt, liebevolle Konsequenz. Also man muss ihm halt wirklich, er will nach links und du willst nach rechts und dann muss man halt... Dann geht er nach links. Und man muss halt mit ihm verhandeln. Ne? Und dann, und bei, ich meine, wenn klar, es gibt schwierige Hunde, die gebissen haben und alles, das ist natürlich eine andere Baustelle, aber auch dem kann man ja beikommen. Also das hat ja meistens einen Grund. Ja, und es ist alles managebar und einfach mich ein bisschen mehr in die Lage der Tiere versetzen und nicht mit der rosaroten Brille durch die Welt rennen. Und wir sind total gegen Vermenschlichung, aber trotzdem ab und zu mal überlegen, wie würde ich das jetzt sehen, wenn ich in der Position meines Tieres wäre und wie würde ich das jetzt finden? Also man hat es ja doch immer wieder, dass Leute auch unterschätzen, was so ein Auszug aus dem Tierheim für die Tiere bedeutet. Ja, sie bekommen ein Zuhause, aber sie verlieren auch eins. Dass dann eine Katze erstmal gestresst ist und aus der Ecke nicht rauskommen will, ist ganz normal. Aber wie gesagt, eigentlich haben wir das mit unseren Interessenten meistens recht gut. Wir haben ziemlich tolle Interessenten. Ja. Ein Weihnachtslob an die Interessenten. Ja, Weihnachtslob. Was ich total faszinierend finde, ist, dass es eigentlich für jedes Tier irgendwie den passenden Besitzer gibt. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Malefiz, der lange hier saß und dann einfach zu dem perfekten Mensch kam, was der genauso eine Katze, die viele eigentlich Leute Malefizent hieß. Ja, genau. Also, aber auch wirklich toll war. Ja, das toll. War also eine Charakterkatze, wie sie im Buche steht. Eine wunderhübsche Katze mit so einem Schönheitsfleck von Cindy Crawford. Ja. Und die gerne zugelangt hat. Die hat so, nicht zugelangt, die böse, Volker, das ist. Wie die böse Frau Krankenhaus geschlagen, ja. Von Schneewittchen. Die hat so mit der Pfote so am Gitter gelockt und die Kinder, also wenn wir eine Führung gemacht haben mit dem Kindergarten oder Schule, dann hat die wirklich so die richtig gelockt und dann waren immer Kinder, die so hinkamen und dann hat die ausgeholt, die hat ihnen eine gebrezelt. Die kam zu uns ins Tierheim mit der Feuerwehr und der Polizei, mit dem Tierarzt, der die in Narkose gelegt hat. Und diese Katze ist hier gegen die Gittertür geflogen und wollte uns zerlegen, obwohl die hatte Narkosemittel für den Elefantenintus, dass die gelebt hat, war ein Wunder. Und diese Katze hat einfach, die war genial. Also die Polizei musste die einfangen dann, oder? Ja, die hat Gleitschutz gegeben. Also genau. Ich glaube, also, die Tierärztin war das sogar mit Blasrohr. Normalerweise waren die Tierärztin. Auf jeden Fall die Besitzer waren, die Tochter, die war im Krankenhaus, die war auch ein paar Tage, meine ich, im Krankenhaus, denn die Mutter war zumindest einmal kurz im Krankenhaus, um die Bissverletzungen zu versorgen. Und die hatte gute Tage, da war die sehr gut gelaunt und die hatte schlechte Tage, da war sie halt nicht so gut gelaunt. Und also das ist ein richtiges Mädchen. Die ist auf links gedreht worden medizinisch, die war tipptopp, die hat halt einfach nur einen starken Charakter gehabt. Sie war aber auch eine Männerkatze. Ja, stimmt, sie mochte keine Frauen. Definitiv eine Männerkatze. Also du hattest ja nie irgendwas mit ihr. Ich hatte keine Probleme. Du konntest ja alles mit ihr machen. Alles. Das aber also, die Magie der Tieranleitung. Es war unfassbar. Also die Katze hat, glaube ich, alle fasziniert. Und dann war sie einfach weg. Die hat lange gebraucht, um zu Hause zu finden, hat aber hier auch wirklich einen absoluten Oberpremium-Sonderstatus genossen. Das muss man ihr leider zugestehen. Also sie hatte uns auch im Griff und hat jetzt wirklich ihr perfektes Zuhause gefunden. Obwohl wir auch aus diesem Zuhause einen Anruf bekommen haben, was passiert eigentlich, wenn meine Katze einen Fremden verprügelt? Greift da die Haftpflichtversicherung? Ja, Katzen sind in der Menschenhaftpflichtversicherung. Sind in der Menschenhaftpflichtversicherung drin, ja. Aber ich glaube, sie hat gleich in der ersten Nacht bei dem neuen Besitzer im Bett geschlafen. Ja. Ne? Ja. Ein Wunder. Also sie ist auch opportunistisch und ja. Also sie nimmt schon auch einfach. Sie war ja trotzdem schon immer verschmutzt. Ja. Also, man muss es umgekehrt formulieren, dass der neue Besitzer in ihrem Bett schlafen durfte. In der ersten Nacht schon bei ihrem Bett schlafen. Stimmt. Also wir würden hier ja nie lügen, aber gibt es manchmal auch Tiere, die man eigentlich gar nicht gehen lassen will? Nicht ja gehen lassen will. Doch, gehen lassen will man sie alle, aber manchmal sitzt man dann auch da und weint ein bisschen. Oh, habe ich schon echt gekämpft, als Caligula gegangen ist, ne? Ich habe wirklich mit mir gekämpft, der war nicht lange da, aber es war so ein Sonnenschein von Hund. Caligula war ein Hund, das okay. Das ist Namen. Ja, das ist, ja, da haben wir schon böse Kommentare für. Oh ja. Nein. Warum, also, weil er ihn Caligula genannt hat? Ja, aber Caligula war ein römischer Herrscher, genau, Kaiser. Genau, so einer, ja. Ja, aber der hat sein Pferd. Das war ein Tyrann, aber er hat sein Pferd zum Senator ernannt. Wie geil ist der Typ denn? Naja, ich glaube, du möchtest nicht wissen, was er noch so mit dem Pferd gemacht hat. Ganz viel schlimme Dinge, aber der Name war ja auch klein. Okay, er heißt jetzt Coda, von daher sind wir da eh raus. Coda, kleiner Bär. Ja, aber Kali fand ich eigentlich auch super. Kali war auch super. Aber gut, Coda. Ja. Hier, Grüße gehen raus. Nicht Coda, Coda. Ja.
Nee, Koda. Koda heißt kleiner Bär. Ach, was, auf, bei mir ist Koda was Musikalisches. Nee, Koda wie von Bärenbrüder. Genau, eben. Ja. Zeichentrickfilm, ne? Ja. Ja. Mhm. Ich meine immer noch, wenn ich an Ulla denke. Ja, okay. Ulla. Ulla. Ulla hat aber auch ein Zuhause gefunden, was echt krass ist. Also, ja. Ja. Ulla hatte meinen Mann gebissen. Ulla ist ein sympathischer Hund. Ja, ja. Okay, und Ulla war? Beim Fotografieren. Ein Schäferhund. Ein Schäferhund, ja. Okay. Geiler Hund. Ein fantastischer schöner Hund. Sehr schöner Hund vor allem. Ja, ja, aber auch echt und eine Eisprinzessin. Also aber eine Hündin, die im Tierheim nicht gebrochen ist oder nein, irgendwie schlecht aufgeblüht. Hatte, sondern aufgeblüht wie sonst was. Also wo man gemerkt hat, das Tierheim ist eine riesengroße neue Chance für den Hund und ein absolut krasser Neuanfang. Ja. Die war nervlich total trüber, Schäferhund halt. Die hatte total die Hautprobleme wegen Allergien, die hat sich aufgekratzt, die hatte Hotspots ohne Ende bei den Vorbesitzern. Und bei uns, die Haut, wir haben genau dasselbe gemacht wie die Vorbesitzer, nur wir mussten irgendwann sie auch nicht mehr täglich baden und die ist so runtergekommen, die hat so gut gehört, das war ein genialer Hund. Ja. Wollt ihr noch was zu Gisela sagen oder lieber nicht? Gisela? Das kann man immer auch noch rausnehmen. Ist vielleicht wieder traurig. Ja, ist okay, ich möchte nicht. Okay. Niemand, okay, nicht traurig. Man kann es ja positiv erzählen. Sonst schließe ich mit meinem Jahreswunsch ab. Aber wenn ihr es positiv erzählen wollt. Ja, also positiv. Wir hatten eine sehr, sehr süße Fundhündin, bei der sich erst kein Besitzer gemeldet hat, aber ganz viele Nachbarn, die gesagt haben, der Hund gehört dort und dorthin. Und Gisela war eine unfassbar alte, unfassbar süße Pudelmix-Hündin, der man leider nicht mehr helfen konnte, außer ihr einen schönen letzten Monat zu bereiten. Und den hatte sie, glaube ich, bei uns. Ja. Ja. Also wir haben viele Ehrenamtliche, die sich sehr, sehr, sehr perfekt um sie gekümmert haben. Unser Tierarzt war bombastisch und wir haben alles gemacht. Ja, und in Stadt in der damit sie ihr wahrscheinlich wirklich gruseliges Leben irgendwie noch mit einem schönen Ende versehen konnte. Ja, wenn man bedenkt, so wie die nach Qualm gestunken hat, die wäre wahrscheinlich in irgendeiner verrauchten Wohnung elendig verreckt. Und so ist die im Arm von der Frau, die sie wirklich sehr geliebt hat, total friedlich eingeschlafen. Und jetzt sagen wir was Positives, bitte. Zum Jahresende wünsche ich euch, dass ihr nächstes Jahr allesamt arbeitslos seid. Dass es nichts zu tun mit dem Tierheim. Das ist aber bei keiner, den Energiepreisen echt bescheiden. Ja, also. Nee, dass keiner ein Tier abgibt, wirklich, dass hier die Bude leer ist. Ich würde es euch wünschen, aber dann hätten wir ja wiederum keine Podcast-Themen. Das heißt, ich fürchte, ich kann es euch nicht wünschen. Ja, auch meiner hängt dran und ich komme ja gerne her. Und insofern, ja. Vielleicht ein bisschen ruhiger als die letzten Jahre, aber das wünscht man sich wahrscheinlich jedes immer. Jahr. Ne? Und Jahr, klar. Spätestens im Ende Januar ist das dann auch wieder wurscht. Also, ja, also ich glaube, in dem Podcast musst du dir keine Gedanken machen. Wir haben schon die letzten Jahre genug Geschichten für ein ganzes Buch gesammelt. Von daher, da gibt es noch einiges zu erzählen. Ihr habt doch sogar mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Natürlich, viele sagen, gute Geschichten werden natürlich. Ja, sehr gut, nächstes Mal mitbringen. Ja, mach das mal, dann machen wir Vorlesungsfolge. suchen wir uns irgendjemand mit so einer super Vorlesestimme, der das dann so mit einem Lagerfeuer im Hintergrund. Ja. Es begab sich 21 in der Schaffenburg. Ja, man muss sich an den guten Sachen aufhalten. Also wir haben einen Mail-Ordner, der heißt Hall of Fame. Und da sind halt die guten Mails drin. Also die Mails, wo man halt einfach mal schmunzeln kann. Wo das muss jetzt gar nicht was sein, wo was witzig ist oder wo was wunderschön ist oder auch einfach man auf dem Schlauch stand und was Dummes geschrieben hat und wenn man schlecht gelaunt auch ist, liest man sich... Nicht nur die auch Leute. Wir, ganz besonders wir, können uns dann einfach mal durchlesen, okay, da war ich richtig bescheuert, aber es richtig Dummes gesagt. Aber man das baut dann wieder auf. Baut halt wieder auf, genau. Heißt nicht, dass man Angst haben muss, ein E-Mail zu schreiben, weil man für immer hier kostbar bleibt. Aber man sollte sich das umstandesbewusst sein. Der Anrufbeantworter speichert ja auch alles. Ja. In dem Sinne hören wir uns 23 wieder. Allen HörerInnen einen guten Rutsch, eine schöne Weihnachtszeit. Du musst noch erklären, wie das mit deinem verschwitzten Pullover jetzt läuft. Der verschwitzte Pullover, genau. Ich trage ja diesen Pullover, den ihr zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Folge wahrscheinlich auf der Instagram-Seite vom Tierheim findet. Er ist von einem großen Discounter, der Deutschland in Nord und Süd teilt. Und ist ein weihnachtliches Motiv. Ja, das ist doch so der deutsche Limes. Also die eigentliche Trennung war nicht die Mauer. Das war Nord und Süd. Oh, jetzt habe ich es auch gesagt, dass es Aldi war. Gut, das ist ein Aldi Christmas Jumper. Und ich dachte, wir lassen den einfach da. Und da er scheinbar im Netz eine gewisse Fanbase hat, könnt ihr ihn für einen wohltätigen Zweck ersteigern.
Alles Weitere findet ihr dann auch irgendwo im Netz. Viel Spaß damit, er ist wirklich sehr hässlich. Wir hören uns 2023. Adieu. Ciao. Ich schluss nochmal an. Ja. Anschlussen. Schlöck, schlöck, schlöck. Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.